Hallo zusammen und damit heiße ich euch mal wieder herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Video von uns. Ja, in diesem Video zeigen wir euch mal so ein bisschen, wie es ist, wenn es mal nicht so läuft. Groß verreisen können wir ja in der aktuellen Zeit nicht durch diesen ganzen Corona-Mist. Also machen wir so ein bisschen unsere eigene Stadt unsicher und hier haben wir einen Zufallsfund. Mehr oder weniger, wenn man so will, denn ursprünglich beginnt es hier nicht so prickelnd. Ihr seht es ja selbst, sinnlose, verlassene Baracken, mutwillige Zerstörung, Graffiti ohne Ende und Vandalismus. All das halt, was man eben nicht filmen will oder was man so vor die Kamera bekommen möchte. Aber am Ende gab es dann doch nochmal ein richtiges Aufsehen und vor allem doch was zu entdecken, was wir so auch nicht geglaubt haben. Kommt also mit auf eine doch interessante Tour, die Unerwartetes bereitet. Ich wünsche euch viel Spaß und wir hören uns gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig. Und in diesem Video zeigen wir euch Urbex, wenn es mal nicht so läuft, und im Anschluss dann den VEB Kombinat Chemisch-Technische Erzeugnisse Leipzig. Wer selber Urbexen geht, der weiß es, fährst irgendwo hin, schaust dir vorher auf Maps oder auf irgendwelchen anderen Bildern das vorher an und entscheidest dann, ist das cool oder nicht oder steht das noch oder guckst vielleicht nochmal nach der Straße oder so. In dem Fall wusste ich es aus erster Hand, dass wir da hinfahren können, dass das alles noch steht. Wir sind dorthin gefahren und haben festgestellt, dass eigentlich alles bloß Mist ist, zumindest der erste Teil. Es handelte sich hierbei um ein paar verlassene Baracken, verlassene Häuser, die vermutlich irgendwie mit der Bahnlinie, die dort verlief, zu tun hatte. Und weiter hinten hatten wir dann tatsächlich noch eine kleine Firma und das ist auch schon der Teil, den wir jetzt hier sehen. Es ist hier auszugehen von der Firma Erich Müller, eine Chemiefabrik. Dazu habe ich null Informationen, also wer irgendwie Informationen zu diesem Objekt hat, der kann das gerne natürlich in die Kommentare schreiben. Ich habe nichts gefunden. Allerdings handelt es sich hierbei um einen ganz kleinen Betrieb und das Ganze muss vermutlich dem VEB Kombinat Chemisch-Technische Erzeugnisse angegliedert worden sein. Allerdings wurde dieser erst am 1. Oktober 81 gegründet. Davor hieß das Ganze vermutlich Bauchemie oder währenddessen als Überbegriff Bauchemie. Ich blicke da echt nicht durch, das ist ganz verwirrend, wenn man dann hier mal so schaut. Das Kombinat gehört zum Bereich des Ministeriums für bezirksgeleitete Industrie und Lebensmittelindustrie. Zu ihm gehörten 81, 27 und 1987 14 Klein- und Kleinstbetriebe. Überwiegend wurden dort Konsumgüter allerdings produziert. Der Stammbetrieb war vom 1. Oktober 81 bis zum 31. Dezember 84 der VEB Isofol Leipzig. Und mit Wirkung vom 1. Januar 85 wurde der VEB Delizia Delitzsch Stammbetrieb und damit Delitzsch zum Sitz des Kombinates ernannt. Bis zum 30. Juni 1990 erfolgte hier die Abwicklung des Kombinates. Die Kombinatsbetriebe wurden durch Entflechtung am 1. Juli 1990 in eigenständige Kapitalgesellschaften umgewandelt. So viel erstmal die Geschichte, das ist übrigens entnommen hier aus dem sächsischen Staatsarchiv. Allerdings blickt man auch hier nicht durch, weil es tauchen hier verschiedene Namen auf und auch im Video sieht man es dann.
Es gibt halt den VEB-Kombinat chemisch-technische Erzeugnisse. Wir haben dort ganz viele Unterlagen gefunden, wo drauf steht VEB Bauchemie Leipzig, allerdings hier mit Sitz in Bölitz-Ehrenberg. Wir befinden uns aber etliche Stadtteile weiter weg von Bölitz-Ehrenberg, deswegen macht das Ganze keinen Sinn. Und es taucht noch ein weiterer Name auf und das ist der VEB Femax Leipzig und das ist wahrscheinlich auch wieder bloß eine Abkürzung, wo es wieder um chemische Erzeugnisse geht. Hier hat man alles Mögliche hergestellt, aber was genau konnten wir nicht herausfinden. Wenn ihr also Informationen habt zu dieser Location, dann immer her damit. Ansonsten kann ich euch lediglich bloß noch was über den Zustand mitteilen und ihr seht es ja selbst. Vermutlich ist es über die Jahre vor 10, 15 Jahren mal zu einem Dachstuhlbrand gekommen und am Ende des Videos werdet ihr das auch dann sehen. Da ist ja fast das ganze Dach abhanden gekommen bei diesem Feuer. Man sieht die Brandeinwirkung doch recht gut. Ansonsten gab es doch insgesamt noch recht viel zu sehen, muss ich sagen, für diese kleine Location. Überall standen so verschiedene Kessel umher und es gab wahrscheinlich auch ein Laugebad, was heute im katastrophalen Zustand ist und vermutlich ist auch diese ganze Anlage aufgrund von diesen chemischen Erzeugnissen, die da produziert wurden, ziemlich kontaminiert und deswegen will das Ganze wahrscheinlich keiner kaufen, weil das Ganze zu entsorgen ist ja nicht gerade günstig. Wir haben hier verschiedene Kleinigkeiten gefunden, nagelneue Etiketten, wo Femax draufsteht. Wir haben Adressen gefunden, wir haben Namen gefunden, wir haben alles Mögliche gefunden, aber im Netz findet man dazu nichts. Und viele der Unterlagen waren auch nicht mehr so in dem perfekten Zustand, dass man da in Ruhe mal hätte lesen können. Ansonsten tauchte hier und da mal noch ein nettes Schmuckstück auf, wie zum Beispiel hier ein Telefon mit Wählscheibe in recht großer Ausführung, was ich so auch noch nicht gesehen habe. Das soll es dann im Prinzip auch schon gewesen sein. Ich verabschiede mich dann jetzt zum Schluss mit noch einigen Bildern, die wir hier geschossen haben und wünsche euch an dieser Stelle alles Gute, bleibt gesund. Schaut doch gerne mal auf unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Macht's gut, bis nächste Woche und ciao.